Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Poly Bridge. Ich habe jetzt ungefähr noch 10 Minuten weitergemacht, dann habe ich die Lösung gefunden für diese Brücke. Ich sagte ja, ich bin kurz davor. Das ist eigentlich eine sehr gute Brücke, finde ich. Fahren Sie rüber. Easy, wa? Sowas von geil. Boah. Zack, zack, alle drüben. Ich hab's geschafft. Unterm Budget. Ich habe noch 3000 Dollar übrig. Heftig. Wir schauen uns nochmal alles an. Ich habe jetzt hier eine Hydraulik reingesetzt. Die Hydraulik ist an dieser Stange befestigt. Und an der Stange sind diese beiden Kabels befestigt. Die beiden Kabel verursachen, dass halt diese Brücke hier hochgezogen wird und hier vorne dieses Straßenstück hochgezogen wird. Und die obersten habe ich halt ganz normal mit einer Hydraulik gemacht. Ich hatte noch einmal probiert, hier oben mit der Hydraulik das, was ich hier oben rumgebommelte Dings da gebaut habe, habe ich nicht geschafft. Dann habe ich mir gedacht, warte mal, das müsste eigentlich nur die unten an meinen Punkt setzen, der irgendwie weggeht und dann alles halt genau einstellen. Genau. Also sprich, hier Hydrauliken 28 und 20 eingestellt und die Hydraulik habe ich auf 50 gelassen. Also volle Zugkraft. Man könnte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr oder weniger machen, kommt immer darauf an, wie man diese Stange hier einstellt. Also das Kabel hier unten geht von da nach da und von da nach da. Also nicht direkt an der Straße, sondern an ein Dreieck. Damit die Straße ein bisschen heilt hat. Okay, die Konstruktion ist klar. Die habe ich ja vorne und hinten gleich. So ein kleines Dreieck, was stabil hält. Und halt diese Stange nur, damit die Hydraulik nicht nach unten wegfällt. Und wenn wir auch dann da mal Play drücken, mal ein bisschen langsamer, Simulation starten, dann sehen wir, wie die Hydraulik den nach hier oben hin drückt. Dadurch ist es halt ein Punkt, der immer wieder weiter weggeht und die Seile an sich ranzieht. Ist eigentlich eine ganz simple Idee. Ja, die hatte ich ja schon vorhin schon gehabt. Habe sie nur halt an der falschen Stelle mal reingebaut. Weil ich brauchte halt den festen Punkt, den ich ja nicht durch die Dinge hatte. Und dann fiel mir einfach mal ein hier. Der ist ja ein fester Punkt. Der ist an diese drei Punkte befestigt. Und zack. Schau einer an, es klappt wie geschmiert. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich schaffe Poly Bridge in 40 Aufnahmen. Das hier ist jetzt die 40. Aufnahme. Also sprich, ich müsste jetzt noch die anderen beim Brücken schaffen. Das wäre einmal die letzte. Die ewig lange, die 100 Meter Brücke, obwohl mir das wie 1000 Meter vorkommt. Und einmal die hier. Bei der, ich weiß es nicht. Ich habe sie einmal geschafft, halt mit den Rüberkommen. Allerdings nicht annähernd weise des Budgets. Ich war da damals, glaube ich, über dem Budget und noch viel, viel weit drüber. Ich glaube, ich war gerade mal an der Grenze von Geld ausgegeben. Ja, jetzt kommt halt diese Brücke dran. Da haben wir, glaube ich, soweit ich weiß, nur Stahlträger waren das. Stahl und Seil. Dann machen wir wieder diese Dreiecke. Yep. Hier ein Dreieck rein. Eigentlich habe ich Angst, das nachher starten zu lassen, weil
das Laden schon so ewig lang gedauert hat. Ich denke mal, wenn ich dann mal Play drücke und die Brücke starten lasse, dauert bestimmt auch so lange. Ich baue jetzt nur drei Ecke, weil wir haben da ja eigentlich schon festen Platz. Ich meine mit dem festen Platz hier, wir bauen ja auf der Erde. Auf der Erde. Nicht in der Luft. Gut, da denke ich mal, das müsste eigentlich hier reichen. Geld haben wir auch ein bisschen. Lass sie einen an. Haben wir gleich diesen in die Mitte geschafft. Dreiecke über Dreiecke. So, jetzt brauchen wir noch was, was die Straße mal fast zaubert. Also sonst fällt das ja auch runter. Ich einen Krampf in der Hand. Wir könnten die Straße auch noch mal mit Stahl verstärken. Machen wir das? Mist. Können wir ja auch machen. Na, schauen wir erstmal. Warte mal erstmal, bis die Brücke schon fällt. Ah, jetzt haben wir es hier schon angefangen. Dann machen wir es gleich. Machen wir gleich mit. Jo. Ach, das passt sogar perfekt. So, oder haben wir jetzt schon mal hier eine Straße, ein bisschen von der Brücke. Jetzt ranscrollen. So, machen wir hier die Dreiecke drüber. Das machen wir jetzt so lange, bis wir kein Geld mehr haben. Haben eine Million, also es wird eine sehr, sehr große Pyramide werden. Wird, weiß ich nicht. Dann sehen wir dann. Ach, man kann auch so rübergehen. Na dann. Ach, warum mache ich das nicht so? Kopieren. Hey. Hallo? Falscher Knopf die ganze Zeit. Ich bin ja einer. Nein, nicht löschen. Ah, Copy. Ich bin beinahe gelöscht. Blöpp. Blöpp. So, kopieren wir das Ganze. Darauf. Das darauf. Das darauf. Oh, das sind ungefähr 100.000. Vertikal drehen. Ach, horizontal drehen. Na super. Na gut, brauchen wir nicht drehen. Kopieren. Kopieren. Ah, das gibt's doch nicht. Genau, einer fehlt da. So. Jetzt sind wir bei 800.000. Schaffen wir noch eine Line? Eine Line? Es wird knapp.
Ah, nach links rüber. Jetzt geht das nicht nach links. Kopieren. So, jetzt haben wir noch ein bisschen. Nicht mehr viel. Können wir nochmal hier vor diesem Träger bauen. Sollen wir das vielleicht auch nochmal hier so verbinden? Ach komm, jetzt mal alle festen Punkte. So. Jetzt können wir nochmal hier. Immer ein bisschen Geld haben wir noch. Passt gar nicht ganz. Ganz wie genau auf der anderen Seite. Aber irgendwie ein bisschen anders aus. Und täuscht das nur. Weiß es nicht. Es waren noch 50.000, haben wir immer noch. So, nochmal Start drücken, ich habe Angst. Oh, er schwankt. Es hält. Ist das First Try? Und wir haben sogar noch 50.000 übrig. Oh, das ist so knallrot da oben. Ich mache richtig Angst bei. Gibt's doch nicht. First try. Jetzt kann doch nichts mehr passieren. Ist das geil. Okay, ich dachte, die wäre viel schwieriger gewesen. Aber Jodos weg. Easy weg. So. Next Spiel gibt's nicht. Ups. Gut. Ja. Jetzt, Leute, ich weiß nicht. Diese Brücke. Ich habe alles geschafft, bis auf diese Brücke. Ach, was mache ich denn da? Die ist der Hammer überhaupt, die Brücke. Ach, ich weiß nicht. Extra dafür eine Folge machen. Oder einfach sagen, jetzt hier von wegen. Ich mach das schon irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch kein Problem. Aber diese Brücke, die bringt mich um den Verstand. Bei zwei Brücken muss ich abschauen. Das war ja einmal ganz am Anfang, wo ich das noch angefangen hatte. Das Spiel und die eine Brücke, die so schräg hoch ging, hat sie abgeschaut. Und oder ich suche mal da irgendeinen, der vielleicht eine Ahnung hat. Vielleicht mal bei Zombie nachschauen, ob er die gemacht hat. Aber die ist wirklich derbe. So. Vor allem, ich bin gleich schon wieder über dem Budget dann, ne? Ich weiß nicht. Ah.
ich weiß, wenn ich die so mache, einfach nur so hier gerade und diese so verbinde und hier immer ein schönes Dreieck reinbaue, dann kriege ich ein paar, dann komme ich bis zur Mitte. Ich habe es auch geschafft, dass ich nur zwei rüber kriege. Da hatte ich bei denen hier hinten, kann ja zeigen, so eine Straßensperre hingebaut. Guck mal, ich bin jetzt schon über dem Budget. Da so eine Straßensperre hingebaut, dann kam er da halt nicht weiter. Warte mal. Ich hatte da noch den hier so drin gehabt. Da war ich allerdings auch über dem Budget. Ja. Kriegt aus hier. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Brücke schaffen soll. Die Brücke, die bringt mich um. Die ist... Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll. Na, auf jeden Fall hatte ich hier so eine Straßensperre reingebaut. Straße, zack. Ach, das war Stahl, keine Straße. Straße. Hatte ich probiert, bei denen auch noch eine Sperre reinzubauen, dass dann der irgendwann kaputt geht, wenn er hinten ankommt. Da hatte ich hier so eine Holzleiste rübergezogen. Weil, wenn ich das jetzt anmache, mal was. Machen wir mal ganz schnell, wie ich das hier gemacht habe, mal. Da hatte ich hier alles rübergezogen, Stahlträger, alles so verbunden. da kein Stahl rein. Da hatte ich hier nochmal Stahlträger, vielleicht geht es auch mit Holz. Schauen wir mal. Ne, mit Holz geht das nicht. Habe ich nur als Stahl. So. Habe ich nur als Hilfe benutzt. Die werde ich gleich hier weglöschen. Allerdings, wie gesagt, da war ich auch über dem Budget gewesen. Also, ich habe bei dieser Brücke keine Ahnung, wie ich die schaffen kann. Kein Geld mehr. Ach, komm her. Löschen wir das. Löschen wir das. Löschen wir das. Das kann man nichts als hier fertig machen. Super. Und den halt noch. So. Da haben wir jetzt schon mal die hier alle. Weil diese Querverstrebung bringt eigentlich eher wenig was. Holz, dann habe ich hier alles mit Holz einmal befestigt. Achso, dann habe ich da noch Straße reingebaut. Straße. Zack. Muss hier nochmal alles neu machen. Holz. Straße. Holz. Straße. So.
das alles nur noch kurz befestigen hier. So, jetzt fahren wieder alle gegen. Jetzt kann ich schon zum Beispiel einen rüberfahren. Sieht sehr gut aus. Gut, es passt. Anhalten Simulation. Nehmen wir die Straße weg. Schauen wir das Ganze, ob es mit 2 geht. Und so habe ich das halt immer ausprobiert. Mit 1, dann mit 2. Zum Beispiel mit 2 bringe ich ja da hinten schon mal weg. Und dann geht gar nichts mehr. Könnte ich hier alles eigentlich auch noch ein bisschen billiger machen. Ich glaube, das würde auch aus Holz gehen. Weiß es allerdings nicht, weil das habe ich noch nicht gemacht. So. Straße. Ob es mit eingeht. Mit Holz? Nee, mit Holz geht es nicht. Wo bricht das zuerst weg? Hier unten gleich. Dann haben wir da einmal einen Stahlträger. Bricht er da? Der bricht, glaube ich, gleich. Ne, der bricht da. Okay, noch fährt er. Trotzdem müssen wir einen Schneidreher reinsetzen. Okay. Der hat gebrochen. Der ist gebrochen und der war gebrochen. So. Ich denke mal, hier oben müssen wir auch noch mal das von der Schneidreher reinsetzen. Guck mal, ich komme da überhaupt nicht. Überhaupt nicht mit zurecht mit der Brücke. Ja. Das kein Geld mehr. Ja, Leute, das ist die Brücke, an der ich scheitern werde. Alles geschafft. Alles. 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 Mich auf diese eine kleine Brücke nicht. Naja, was heißt klein? Ja, okay, kleine Brücke ist es schon, aber 3 LKWs müssen da drüber fahren. Vielleicht kann mir ja irgendeiner helfen, mit dem ich dann zusammen die... Oh, ich lade jemanden ein, mit dem ich zusammen diese Brücke dann ausprobieren werde. Und ja, ich denke mal, das wird am Montag, werde ich die Folge dann zeigen. Oder ich bringe sie vielleicht am Samstag noch schnell rein. So mal Samstag eine Folge, weil das die letzte sein wird dann von Pony Bridge. Vielleicht wird es auch nur eine kurze Folge sein. Aber ich mache das so, ich probiere die Brücke aus, wie es klappt. Und wenn es geklappt hat, dann reiße ich sie komplett nochmal ab. Und dann werde ich sie nochmal mit euch zusammen aufbauen. Aber ich denke mal, das werde ich dann vielleicht entweder Montag oder vielleicht am Samstag zeigen. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich habe schon mal die anderen Brücken geschafft. Das war doch super. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für diese Runde. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.